Mein Name ist Christoph Watrin. Ich leite das Institute for Accounting and Taxation. Das heißt, ich lehre und forsche im Bereich Unternehmensrechnungslegung und Unternehmensbesteuerung. Ich bin darüber hinaus seit vielen, vielen Jahren in der Weiterbildung tätig und bin der wissenschaftliche Leiter des Masterstudiengangs Betriebswirtschaftliche Beratung. Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftliche Beratung zeichnet sich durch verschiedene Aspekte aus. Es ist ein Studiengang an der WWU Münster, die steht für Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften, ist eine der führenden Universitäten in Deutschland in diesem Bereich. Professoren sowohl der rechtswissenschaftlichen als auch der betriebswirtschaftlichen Fakultät unterrichten in diesem Studiengang. Der Studiengang fokussiert auf die Themen Beratung, zum Beispiel in Themen wie Controlling, Finanzierung, Mergers und Acquisitions. Und Sie erwerben am Ende einen vollwertigen Masterabschluss der Universität Münster. Der Studiengang richtet sich an alle, die in einem sehr umfassenden Sinn verstanden beratend tätig sind. Das sind Leute, die in der Unternehmensberatung sind. Das sind Leute, die in Finanzunternehmen beratend tätig sind, zum Beispiel in Banken und Versicherungen. Und das sind auch Steuerberater oder Rechtsanwälte, die neben ihrer mehr rechtsorientierten Beratung ihren Mandanten auch eine betriebswirtschaftliche Beratung und Unterstützung in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen zur Verfügung stellen wollen. Der Studiengang Betriebswirtschaftliche Beratung ist konzipiert für Berufstätige. Das heißt, er lässt sich sehr gut mit Beruf und Familie verbinden. Die Module finden am Wochenende statt. Von der Workload ist es darauf ausgelegt, dass man den neben dem Beruf studieren kann. Ein wichtiger Aspekt eines berufsbegleitenden Studiengangs ist auch die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern, die in der Beratung tätig sind, zu vernetzen, ein Networking zu betreiben. Und das ist eines der wichtigen Assets eines berufsbegleitenden Studiengangs. Mich begeistert besonders, dass ich als Teilnehmer hier Berufstätige habe, die ihre Erfahrungen aus den unterschiedlichen Unternehmen mit in den Studiengang einbringen und dass wir in einen Austausch treten zwischen Theorie und Praxis und uns aus verschiedenen Aspekten die einzelnen Themen, die wir im Studiengang behandeln, dann beleuchten. Wo sich in 30 Jahren noch daran erinnern werden, das sind die Harvard Cases, die wir im Modul Mergers and Acquisitions machen, die vielen Diskussionen, die wir in den einzelnen Modulen machen, die Präsentationen und Diskussionen im Projektseminar. Themen, die in der Zukunft eine große Rolle spielen, ist natürlich zum einen der gesamte Umbruch der Wirtschaft durch die Digitalisierung. Wir kommen ja in ganz neue Geschäftsmodelle und damit auch vielfältige neue Fragestellungen. Und der zweite Aspekt, der in der Zukunft eine große Rolle spielt, ist die Frage der Inflation, der sozialen Verwerfungen und der Verteilung von sozialen Lasten, der eine große Rolle spielen wird, der sicherlich auch dann Fragen stellen wird, wie die Besteuerung sich dadurch ändert.